herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 34, Vers 6 steht: Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude, denn sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Und hier lesen wir ein Rezept, das funktioniert: Jesus im Blick haben. Schau nicht auf deine Probleme, sondern auf Jesus, und dein Vertrauen wird nie enttäuscht werden. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Das Thema heute: Dein Platz der Stille. Und lass uns dein Gebetsanliegen auch wissen heute auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Dein Platz der Stille. Du sagst, ja, um mich herum ist so viel los und da ist was. Ich bin zwar einsam, aber so viel. Ich muss das tun, muss jenes tun, das noch und so weiter. Ja, wir machen ja die Oasentage in der Wüste. Und da ist an einem Tag, wo ich nach meinem Input die Leute auffordere, seid mal jetzt 5 Minuten ruhig und lasst mal Gott auf euch wirken. Es ist unbeschreiblich schwer für diese Leute, ruhig zu sein. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt. Aber die Wüste hat eigentlich den Vorteil, die Wüste, die physikalische Wüste, aber auch die Wüste bei dir, vielleicht dein Leben, wo du gerade bist, dass du da eine Stille hast zum Hören, wo dich Gott zubereiten möchte, wo dir Gott etwas sagen möchte, wo dich Gott ausrüsten möchte. Und das ist wichtig, das zu erkennen und nicht nur sich zu widerstreben gegenüber der Wüste, sondern sagen: Danke, Herr, ich nehme die Zeit, ich höre von dir und Gott möchte dich da leiten. Es heißt im Psalm 37, Vers 7, warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Das heißt nicht, dass wir immer still sein sollen, aber wenn wir konzentriert mal stille Zeit nehmen, um zu hören, das ist wirklich wichtig. Herr, ich danke dir, dass du jedem zeigst, Herr, eine stille Zeit einzurichten, um zu hören von dir, zum Ausrüsten, Herr, zum Empfangen von dir, Herr, bei all diesem Lärm, bei all diesen lauten Stimmen um uns herum, die irgendwie etwas zu sagen haben, dass wir auch mal in Ruhe kommen und hören von dir, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Viele Gebetsanliegen haben wir bekommen für Arbeitsplätze und 2 davon möchte ich hier nennen. Ich bitte um Gebet für meine Tochter und ihre 3 Kollegen für eine neue Arbeitsstelle. Die Firma hat die Zweigstelle geschlossen und alle 4 Kollegen wurden entlassen. Gerade in Zeiten von Corona ist es schwer, eine neue Arbeit zu finden. Aber Herr, bei dir gibt es kein Unmöglich. Wir glauben an dich und vertrauen darauf, dass du für meine Tochter und auch für die 3 anderen betroffenen Personen eine neue und bessere Arbeit hast. Und ein weiteres Gebetsanliegen wegen Arbeit: Lieber Daniel und liebe Isolde, wir bitte betet für meine Tochter, dass sie endlich einen sehr guten Arbeitsplatz findet. Sie möchte einen sinnvollen Arbeitsplatz. Bitte betet auch für sie, dass sie zum Glauben an Jesus findet. Vielen Dank. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du all diese Menschen kennst, die jetzt ganz dringend einen Arbeitsplatz brauchen. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass du einfach Dinge in Bewegung setzt, um Arbeitsplätze zu schaffen oder zu geben. Und ich danke dir, dass du für jeden den passenden Platz hast, auch einen sinnvollen Arbeitsplatz, so wie es hier gewünscht ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach da eingreifst und dass du Türen auftust, wo wir derzeit keine sehen. Und ich danke dir, dass du für jeden dieser Personen und auch für alle anderen, die geschrieben haben, wegen einem Arbeitsplatz, dass du einen Platz für jeden Einzelnen hast. Und dafür danken wir dir, dass du eine Lösung hast. Danke, Jesus. Und ich bitte dich auch für diese Tochter, Jesus, dass du zu ihrem Herzen redest und dass sie wirklich erkennt, dass wir dich brauchen, dass du ja einfach zu ihrem Herzen redest, dass sie wirklich umkehrt und dass sie dich findet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Und das Telefon ist auch noch geschaltet und die Infos sind eingeblendet.
Und ein weiteres Gebetsanliegen. Per E-Mail schreibt ein Mann für seine Frau. Meine Frau hat seit 5 Monaten große Schmerzen an beiden Füßen mit Fersensporn. Spritzen haben nur temporär geholfen. Bitte betet mit uns. Danke und Gottes Segen. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Frau begegnest, Herr, in all deiner Kraft, und dass wir Heilung auch von diesem Fersensporn und von diesen Schmerzen, Herr, dich bitten dürfen. Herr, greife du ein, Herr, Herr, mit deinen Mitteln, Herr, deine himmlische Arznei, Herr, dein Sieg am Kreuz, Herr, da ist alles drin. Und danke, Herr, dass dieser Fersensporn und diese Schmerzen jetzt verschwinden in deinem wunderbaren Namen, Jesu. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen für heute. Bitte betet für mich, dass Gott privat und beruflich neue Türen öffnet. Privat habe ich Altes losgelassen im Vertrauen auf Gott. Und beruflich leide ich seit Beginn meiner Anstellung 2018 unter einem Vorgesetzten, der unter anderem schikaniert, isoliert und manipuliert. Ich habe bereits Grenzen gesetzt, aber es nimmt kein Ende. Das Arbeitsverhältnis zu meinem Vorgesetzten kostet nebst der Arbeit so viel Kraft, dass ich mittlerweile total erschöpft bin. Danke für eure Gebete. Ich habe schon oft Gottes Eingreifen erlebt. Ja, ein Stück der Lösung liegt bestimmt am Anfang, wo es heißt, ich habe alles Alte losgelassen. Das ist eine wichtige Sache. Und für diese jetzige Situation im Betrieb, da wollen wir jetzt beten. Danke Herr, dass du die ganze Situation kennst. Herr, du siehst auch die vergeudete Kraft für den Vorgesetzten, der nicht richtig funktioniert. Ich danke dir dafür, Herr, dass du eine Lösung hast. Herr, wir wünschen diesen Menschen nichts Böses, sondern wir wollen ihn wirklich segnen. Aber Herr, ich danke dir dafür, dass in dir die Lösung ist. Und ich danke dir für den Menschen, der jetzt dieses Anliegen geschrieben hat, dass er auch von dir inspiriert wird, Herr, das Richtige zu tun, richtig zu handeln, nicht nur auszuhalten, sondern auch richtig zu handeln. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich, wie schon gebeten, die Lösung hast für diese Situation. Danke, Herr. Amen. Viele Menschen erfahren, dass Gott antwortet und eingreift. Hier 2 Beispiele. Zu Ostern in der Gebetsnacht wurde auch für unsere Tochter gebetet, die ein sehr schlechtes Blutbild hatte und sehr schwach und traurig war. Ihre Blutwerte sind jetzt wieder völlig in Ordnung. Sie fühlt sich kräftiger. Dank dem Herrn und für eure Gebete. Und ein zweites: Gott ist ein Gott, der für uns sorgt. Und das zeigt auch folgendes Beispiel. Durch eine Verschlechterung meiner Augenerkrankung benötigte ich neue Brillengläser. Da ich kein Geld hatte und auch von der Krankenkasse nichts bekam, bat ich Gott, mir das Geld dafür komplett zu geben. Nach 3 Monaten und 2 Widersprüchen habe ich alles Geld bis auf den Eigenanteil von 20 Euro erstattet bekommen. Ich danke Gott für die Gebetserhörung. 4 Wochen später fiel mir ein Glas aus der Brille. Auch hier übergab ich Gott das Problem. Beim Optiker wurde festgestellt, dass die neuen Gläser nicht mehr zur Fassung passen. Ich bekam eine neue Fassung. Ich musste zwar einen Eigenanteil bezahlen, dafür habe ich aber eine Ersatzbrille umsonst. Gott hat mehrere Probleme auf einmal gelöst. Er hat auch Sinn für Humor und Sinn für Schönes, für die neue schöne Brille. Danke Gott, du bist gut. Was für eine ermutigende Erfahrung. Ja, Gott ist gut. Ja, das ist doch toll. Das erinnert mich auch, was ich erlebt habe bei meiner Augen-OP. Ja, da hat auch die Kasse alles komplett bezahlt und das war eine richtige Freude. Auch solche Dinge passieren heute, die man richtig gut brauchen kann und die uns auch Freude machen. Hast du was erlebt? Schreib es uns. Über WhatsApp, schreib einen Text oder schick uns ein kleines Video. Wir freuen uns. Der Tipp des Tages. Ich möchte dich heute auffordern, mach du das mal, was unsere Gruppe in Israel oftmals nicht so schafft.
Nimm dir mal 5 Minuten Zeit und sei einfach ruhig. Das ist für manche sehr schwer. Sei einfach ruhig und höre, was Gott dir in dieser Zeit zu sagen hat. Tu nicht in dieser Zeit beten, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Das darfst du auch davor und dahinter machen, aber mal einfach ruhig. Geh an einen Platz, wo es nicht lärmt, wo kein Telefon ist. Einfach mal ruhig. Und ich bin überzeugt, Gott redet zu dir. Und unser Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Nimm diese Gelegenheit wahr und schreibe uns auch dein Anliegen oder wie auch immer. Wir freuen uns. Ja, heute möchte ich dir empfehlen, schau mal auf unsere Webseite missionswerk.de, ganz einfach. Wir haben ein reichhaltiges Angebot an MP3-Predigten, Ermutigendes und auch über unsere Reisen und viel, viel, viel mehr. Schau mal drauf, es wird dir bestimmt Freude machen. Und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.